Hallo zusammen, hier ist der Metal Storm X, der Modellbahnhub mit einer weiteren Folge Bau die Bismarck. Die Legende jetzt kehrt zurück. Folge 11. So sieht's aus. Hier sieht es gleich mal aus wie Baustelle, weil ich muss noch ein bisschen was zur letzten oder beziehungsweise vorletzten Folge sagen. Vielen Dank für die Kommentare. Ihr seid die Besten der Besten der Besten. Echt, wirklich, ernsthaft. Darunter hat Jens geschrieben, ich hätte Motor falsch eingebaut. Das glaube ich ja mal gar nicht. Und habe mir das Heft geschnappt und habe reingeschaut in das Heft. Und da steht auch wirklich drin, dass man das Kabel nach oben verlaufen lassen soll. Nach oben ist ja relativ. So sah es bei mir jetzt aus. Ist doch nach oben. Jo, wo wollte ich weitermachen? Soll ich jetzt andersrum reinbauen? Eigentlich nicht, weil hier drinnen sieht es doch auch so aus. Nach oben. Auf jeden Fall. Immer gut, wenn ihr aufpasst. Also ich finde jetzt hier jetzt keinen Hinweis. Ich habe jetzt trotzdem mal die zwei Schrauben rausgelöst. Und habe einfach mal, wenn man das leicht anhebt, dann kann man auch das wieder andersrum einsetzen. Also es ist jetzt kein Hexenwerk. Den Motor offline ging es besser. Auch wieder so rum reinzusetzen. So. Aber ich muss dazu sagen, nee, oder doch? Scheiße, warte mal. War es jetzt doch verkehrt rum drinne? Da ist die Welle, da ist da unten, da ist da nach oben. Ja, nach oben heißt eigentlich nach unten. Also ich lasse es jetzt so drin. Nach oben. Nach oben. Wenn ich so drehe, ist nach unten. Also, wichtige Message oder Nachricht. Leute, die ihr meinen Kanal schaut. Schaut vielleicht nur noch einen Kanal später, eine Folge später weiter, weil ich mache noch Baufehler, die fallen nicht gleich auf. Und ich freue mich auch immer, wenn mich Leute darauf hinweisen, dass ich vielleicht was falsch gemacht habe, so wie, denk mal jetzt eben gerade. Und ich versuche das dann in den nächsten Folgen auch zu korrigieren. So, habe ich es jetzt richtig, Leute? Also wenn es jetzt passt, Jens, vielen Dank für den Hinweis. Jetzt habe ich einen Knoten drin in Angerketten. Ist das nicht fantastisch? Den mache ich offline raus. So. Und entweder war es der Frank oder der Axel. Der hat dann geschrieben noch, wo das Bauteil herkommt, dieser Spielkopf. Dieser hier. Aus der ersten Folge. Das hat mir schon mal viel geholfen, da wusste ich wieder, worum es ging. Ich habe aber jetzt in der letzten Folge gezeigt, also wie man es richtig reindrücken müsst. Das ist aber falsch. Also nur, ich habe hier Sekundenkleber genommen, Sekundenklebergel und habe wirklich nur diesen Spielkopf angedippt und ganz vorsichtig aufgesetzt. Weil in den Demos hinten, Folge 10, wenn der Motor läuft, der Ankomotor, dann muss ich das Ding drehen. Aber wenn man das zu sehr hier rein versetzt, dann sind die anderen zwei Geschichten im Weg. Also beim Probelauf werde ich merken, ich werde wahrscheinlich hier nochmal was tun müssen, weil mir sieht es nicht arg freilaufend aus. Ich habe auch nochmal gedrückt, ob die Welle ein bisschen weiter nach oben kommt. Das sieht nicht so aus. Scheint ein ganz knappes Spiel zu sein. So, ansonsten müsste ich eigentlich doch alles richtig gemacht haben. Mehr Hinweise kamen nicht aus der Welt des Schiffsbauglaubens. Oh, deswegen können wir jetzt noch vielleicht zur Folge 11 kommen. Also, bis denn. So, bei der Folge 11. Ich schaue wieder kurz ins Heft.
gibt es ein paar Teile. Und dann geht es noch in die Zeitgeschichte rein. Auf den Helgen von Blommenfoss. Was sind Helgen? Ich kenne vielleicht Helge Schneider, aber Helgen sagt mir nichts. Muss ich gucken. Das sieht natürlich nach einer großen Baustelle aus und eine Mini-Leiter. Riesensache. Also, ich möchte nie wissen, was die für Werkzeuge benutzen, um so Stahl zu biegen und so weiter. Das ist bestimmt eine Baustelle für nur große Jungs. Das sieht auch bombastisch aus. Also, die kleinen Männchen, die da rumlaufen, und dann dieser Koloss. Wow. Kriegsschiffe von Pommern, Blommenfoss, eine Auswahl. Da ist sie, die Dresden. 1907, die Seydlitz. Interessant, interessant. So, die Übersicht hatte ich jetzt noch nie gesehen. Gefällt mir. Die Karacke, was auch immer das ist. Neuzeit war die Karacke 1, eine der am weitesten verbreiteten Kriegs- und Handelsschiffe in ganz Europa. Okay, vor allem den Entdeckern des 15. und 16. Jahrhunderts leistete sie wichtige Dienste. Okay, die Geschichte habe ich nicht so drauf. Und es ist genauso durchwachsen wie die Ergebnisse hier. Was dann noch kommt, Geleitzüge, eine Ansicht, Tarnbemalung im Mittelmeer und ein kleiner Minenleger. Und das sind dann die neuen Teile, die hier. Auf die muss ich ein paar Wochen warten. So, wir kommen zurück zu den Teilen. Was haben wir denn Schönes? Ein Rumpfabschnitt ist klar und dann kommen Halterungen. Dann kann ich also das Ding hier draußen stehen lassen und muss es nicht wieder wegräumen. Ist das nicht schön? So, dann tun wir einfach mal das Ding festschrauben und dann die Halterung aufbauen. Das machen wir mal ohne Handbuch, hätte ich jetzt gesagt. Wo ist der Blister? Hier. Ja, die Uhrzeitumstellung, die nagt dann ein. Morgen geht es dann wieder eine Stunde früher raus, obwohl es schon früh ist. Also man muss schon früh raus und trotzdem eine Stunde eher los. Das wird bestimmt eine Katastrophe. Aber gut, sehen wir mal, schauen wir mal. Die Ständer, die Dinger, die sind aus wunderbarem Plastik. Ich glaube mal so und so wird das wohl sein. Das jetzt vorne bestimmt für die Bugnase und das ist für den hinteren Teil. Das Ganze mache ich jetzt ohne Anleitung. Was für ein Wahnsinn. Da haben wir aber Schrauben. Man kann das Ding wieder weg. Vielleicht hilft mir der ganze Ständer jetzt schon bei der Montage. Schön umständlich gemacht von mir. Egal. Gut. Ich könnte so schrauben. Aber dann seht ihr nicht viel. Ich mach's nochmal weg. So und so und so. Dann seht ihr jetzt hier das Teil. Wir waren dann die 11.01. Geht ja wohl nicht anders. Hier dran. Einsetzen. Und jetzt muss es bloß noch reinpassen in die Nase hier. Nö. Machen die Jungs das schon wieder nicht? Ich glaube, die haben das Bauteil noch nicht am Rumpf hier. Glaube ich mal. Die andere Seite ging wesentlich geschmeidiger. Nö. Na, geht auch mit, also bloß nicht mit Gewalt, Freunde. Das geht schon. Naja, gut. Ist halt so. Habe ich eine Marke reingemacht. Wie es ausschaut. Das war ich. Nein. Okay. Das wird sowieso noch kratzer kriegen, das Teil. Da bin ich mir sicher. Und ansonsten, naja, schrauben wir das einfach nur noch fest.
Und dann gucken wir mal, was wir noch draufpacken können. Schabidudi. Wie gesagt, Axel oder Frank hat noch geschrieben, die tun am liebsten besten, oder eher, nur die Plastikteile rausschneiden, die er auch noch wirklich braucht. Alles andere fliegt dann nur durch die Pampa und kann wegkommen. Das kann stimmen, das ist auch richtig. Aber wenn ich mal 5, 6, 7 Sachen am Stück rausschneiden kann und gleich verbauen kann, dann kann ich mich irgendwie nicht zurückhalten. Mach's dann doch am Stück, aber es muss gleich sein, sofort. Ich trenne nur die Teile raus, die ich auch sofort verbauen kann. Alles andere würde ich nicht machen. Ich habe mir auch schon so schwer, ihr wisst ja, aus den letzten Erlebnissen, Teile über längere Zeit aufzuheben. Da mache ich noch zu viel falsch. Dann legst du irgendwo hin und sagst, ach Bombengut, das weiß ich in 2-3 Monaten. Vergiss es. Ich habe so andere YouTuber so ein bisschen belächelt, die dann sagen, ja, ich mache mir eine Tüte, ich schreibe eine Zahl drauf und schreibe dann noch Modell und Gedöns. Und wo ich die Teile dann gesucht habe, da habe ich dann gesagt, hättest du es mal bloß so gemacht wie die, dann hättest du jetzt nicht die ganze Werkstatt umräumen müssen. Wie zum Beispiel bei den Schrauben hier. Da haben wir wahrscheinlich auch ein, zwei vergessen. Also die muss ich noch suchen. Die wird wahrscheinlich hier irgendwo in der Tüte rumsausen. Egal. Habe ich noch was zu tun. Aber ansonsten ist das Schiffchen schon soweit fertig mit dem richtigen Motor an der richtigen Stelle. Wehe, das stimmt nicht, Freunde der Sonne. Dann Gnade mir Gott. So, dann muss ich den Knoten bloß noch rauskriegen von den Anker. Und kann dann der Dinge harren, die kommen werden. Es kriegt ein schönes Eck. Das Ding landet nicht wieder in der Kiste. Machen wir jetzt noch einen kleinen Merkzettel dazu, was noch offen ist, was ich noch mir vorgenommen habe. Und ansonsten war es das mit der Folge 11 und gibt es eine kleine Pause jetzt bei dem Modell. Da ich ja Abonnent bin und nicht jede Woche zum Zeitung rennen kann, zum Kiosk rennen kann, ist aber nicht so schlimm. Ja, bei mir macht es Postbote. Ich hoffe, er kommt bald mal wieder vorbei. In dem Sinne, mir das nochmal X, sagt nochmal Danke an eure Kommentare, Hinweise, Tipps und Tricks. Und vielleicht bleibt man sich dann so noch ein bisschen in Kontakt über Facebook und was weiß ich. Stimme kommt ja langsam wieder zurück. Alles gut, es geht bergauf. Euer Metalstorm X, tschüss, euch allen viel Gesundheit, bye bye.